Mein Naturrechtsverständnis ist weitgehend das des Murray Rothbard. Und bei Rothbard ist die Frage, was schwerer wiegt, Recht oder Seuche, klar. Er vergleicht die Gefahr, die vom Virus ausgeht, mit der Gefahr, die vom Staat ausgeht und entscheidet dann. Es geht bei solchen Fragen streng nach dem Prinzip, wehret den Anfängen. Wenn die Büchse der Pandora erst einmal offen ist und die Ängste der einen als Argument genommen werden, um die Rechte der anderen zu zerstören, dann sind die Rechte aller verloren. Also einfach nur nein, diese Büchse darf nicht geöffnet werden. Wenn wir gewalttätig werden, weil ein anderer ein riskantes Verhalten an den Tag legt, vor dem wir Angst haben, dann ist nur mehr der Himmel die Grenze, wie er selber in The Ethics of Liberty schreibt. Aber nirgends in Rothbards Freiheits- und Naturrechtsverständnis wird verlangt, dass man Vernunft und Sicherheit über Bord werfen soll. Murray wäre eindeutig gegen diese Maßnahmen bei dieser Covid-19-Krankheit. Wenn du diese Seuche hast, dann kannst du sie an andere übertragen oder aber auch nicht. Er würde fragen, was wirklich passiert, wenn man die Seuche bekommt. Auch das ist unsicher. Haben wir schon genug Informationen über die Seuche? Wissen wir genau Bescheid? Auf keine dieser Fragen gibt es eine Antwort, die eindeutig dem Recht gegenüber der Vorsicht den Nachrang geben würde. Also ja, auch im Naturrecht entscheidet die Gefährlichkeit. Ab einer gewissen Schwelle ist eine Krankheit, die Gefahr einer Ansteckung tatsächlich als körperlicher Angriff zu werten, und ab da ist eine gewalttätige Abwehr tatsächlich gerechtfertigt. Wo diese Schwelle genau liegt, darüber kann man streiten. Aber für mich ist völlig klar, der SARS-CoV-2-Virus erreicht diese Schwelle eindeutig nicht. Danke für deine Zeit.